Sieh an, der gute Luigi hat mal wieder geschrieben. Ich hab den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft ja, mich zu finden. Von Luigi. Oh ja, diesmal hat Luigi einen Stern im Honigbienenkönigreich entdeckt, ja. Und ich find's halt leider so, kriege ich noch meine extra Leben, denke ich mir ja. Ich find's doof, dass Tod mir nicht gleich immer beide Briefe gleichzeitig gibt. Naja. Okay, ich finde das halt ein bisschen komisch, kann man sagen, dass die ersten beiden Secret Stars im Spiel, also in den ersten beiden Galaxien, dass das gleich so doofe Beispiele sind. Ich meine, stellt euch vor, jemand, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich damals noch gesucht habe. Moment, ich muss nur kurz die Wii-Gelenkschlaufe umlegen. Ja, muss die Aufnahme immer starten ohne die Gelenkschlaufe, aber jetzt habe ich sie angelegt. So. Also mal wieder zurück ins gute alte Honigbienenkönigreich. Waren wir ja jetzt schon länger nicht mehr drüben. Also wird's mal wieder Zeit. Das Honigbienenkönigreich ist ja auch, muss man sagen, eine der schönsten Galaxien. Okay, in der ersten Mission. Wir haben ja schon gesehen, wo er ist. Auf dem einen Baum da oben. Da oben müsste er hängen, soweit ich weiß. Seht, habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn jetzt eigentlich auch nicht wirklich gesehen. Aber den holen wir da oben schon runter. Keine Sorge, Luigi. Okay, habe ich es eigentlich schon gezeigt? Ich glaube, das habe ich letztes Mal vergessen. Moment, ich glaube, hier kann man genau hier die Kamera an sich so schwenken und hier ist ein M in Dingsform. Ja. Gut, ja, und ich finde das halt ein bisschen doof, dass die ersten beiden Secret Stars so, wie soll man das sagen? Die ersten beiden Secret Stars in den ersten beiden Galaxien, die kann man ja erst finden, wenn man auf Luigi wartet. Und ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Stell dir vor, jemand findet den Secret Star in der, sagen wir mal, Sternenstaub-Galaxie. Das ist ja die erste, wo es wirklich einen Secret Star auf gewöhnliche Art und Weise zu erreichen gibt. Und dann kommt jemand zurück und sucht hier nach den Secret Stars und findet nicht. Und dann kommt auf einmal der Brief. Ich meine, da ärgert man sich doch gleich, oder? Naja, gut. Da oben müssen wir hin. Zu Luigi. Moment, ich muss mal kurz überlegen, wie wir da am besten hinkommen. Denn von der Mission her soll man da ja eigentlich noch gar nicht hin. Okay, so. Wir haben die Pflanze weg. Ja, das ist halt ein bisschen, ja, das hätte man besser machen können. Und Super Mario Galaxy 2 hatten dann ja nicht mehr, hatten dann alle Galaxien, ja. Da hat man es dann, ja, und man muss sagen, ich bin mit dem System aus Super Mario Galaxy 2, denke ich mir, ja, so, komm mal da hoch. Oder auch nicht. Oh mein Gott, Mario! Denke ich mir, ein bisschen zu wenig Ansaugungskraft, das schwarze Loch da. Ist eigentlich auch unrealistisch, dass die schwarzen Löcher da immer so, ja, ich glaube, wir hampeln uns einfach da hoch. Ja. Was wollte ich sagen? Ich finde es auch ein bisschen unrealistisch, dass... Obwohl, was ist in dem Spiel schon realistisch, wenn ich fragen darf? Gar nichts. Das ganze Spiel ist vollkommen unrealistisch. Also, erstmal Bienenpilze, diese komischen, unförmigen Planeten hier, die schwarzen Löcher, die unten... Ich meine, habt ihr euch mal so Dokus über schwarze Löcher angeschaut? Dann wisst ihr bestimmt, was die alles anrichten können. Die würden den Planeten, wenn das hier wirklich ein echtes schwarzes Loch war... wäre und der Planet da unten ein echter Planet, dann würde das schwarze Loch den Planeten schon längst eingesaugt hätten, samt Bienen, samt Mario. Und das ist schon ein bisschen unrealistisch, kann man sagen. Okay, nochmal das große M einsammeln. Ich würde vorschlagen, hier fliegen wir rauf, das ist besser. Ist zwar zu steil zum raufkraxeln, aber zum rauffliegen, hey, ich sagte zum rauffliegen, passt es. Ja, gut, da oben ist ja der gute Luigi, da müssen wir jetzt nur noch hin. Und hoch mit dir, Mario. Oh. Oh ja, wir dürfen hier nicht ins Wasser. Warum auch immer. Ah ja, stimmt ja. Bienen. Kennt ihr eigentlich B-Movie? Den Film mit den Bienen? Ich glaube, den dürfte jeder kennen. War jetzt nicht so, dass das Kronjuwel von der Film, von der... Ich glaube, von Disney ist der Film. Oder von DreamWorks. Ich weiß es gerade gar nicht, von wem dieser Film ist. B-Movie. Da habe ich ein Videospiel am DS gehabt. Wollte ich mal Let's Playen, aber... Ich habe das Spiel nie wirklich durchgespielt und ich mochte es auch nicht wirklich. Der Film war schon... Ja gut, Moment mal. Ich glaube, wir müssen Luigi jetzt ein bisschen... aufpassen. Aufpassen. Luigi, wie haben wir den... Jetzt erstmal ausruhen. Ich glaube, wir müssen ihm auf der Nase herumtanzen. So, genau, hervorragend. Wusste ich gerade auf die Schnelle gar nicht mehr. So, Luigi. Ah, Bruderherz. Ist der Riesenkäfer weg? Der Kleine da? Obwohl, eigentlich sind die ja wirklich riesengroß. Solche Großen gibt es nicht mal in Animal Crossing. Dann lass uns den Powerstern nehmen und nicht viel weg von hier. Na bitte. Tja, ich kann euch schon mal eins sagen. Das war der letzte Secret Star, den Luigi je gefunden hat. Ab sofort müssen wir dann wohl... Ja, wann ist Luigi's wahrscheinlich nächster größter Auftritt auf meinem Kanal? Ich
weiß gar nicht genau. In Paper Mario 2 Let's Play hier im Moment, da gibt es ja noch, ja, in Paper Mario 2 darf er ja sagen, obwohl er spielt ja in einem Paralleluniversum, muss man ja sagen. Ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie, das so ein bisschen komisch, dass die ersten drei Secret Stars so ein bisschen zum Vorführen der Secret Stars komisch sind. Naja, in Super Mario Galaxy 2 hatten dann ja nicht mal alle Galaxien Secret Stars. Da hat man das ja dann ein bisschen verändert, kann man sagen. Da hatten ja einige Kometen und einige Secret Stars. War eine ganz nette Theorie. Nicht Theorie, Angewohnheit. Okay. Ja. Und was wollte ich gerade sagen? Luigi? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ah ja, B-Movie. Da gibt es ein Spiel. B-Movie war ein schöner Film, muss man sagen. War ein, ah ja, er war gut, soll man sagen. Aber ich sehe den halt so als Super Paper Mario der Filme an. Okay, machen wir weiter in der Eisvulkan-Galaxie. Da waren wir im letzten Part stehen geblieben und da machen wir jetzt weiter. Hab jetzt eigentlich ganz schön lang gebraucht, um Luigi zu finden. War nämlich so, peinlicherweise, obwohl ich das Spiel so gut kenne, habe ich jetzt gerade vergessen, wie ich da zu der einen Stelle hochkomme. Ihr habt ja gemerkt, ich musste ein bisschen herumexperimentieren. Okay, Lavaweg im Land des Eises. Im letzten Part waren wir auf einem Eisplaneten in dieser Galaxie. Und jetzt, ihr merkt, geht es in diesen riesigen Lavaplaneten da rein. Wir fliegen auch über ein paar kleinere Sterne hinweg. Die heißen auf Super Mario Wiki sogar, ein ganz seltenes Phänomen. Er schlittert rückwärts. Hey, Mario, du sollst stehen bleiben. Mario. Na, endlich. Oh Gott. Okay, habt ihr es jetzt gesehen? Ein ganz seltenes Phänomen, er ist rückwärts geschlittert. Okay, ja, hier müssen wir diese Sternsplitter einsammeln. Die heißen jetzt aber wirklich Sternsplitter, oder? Ich habe ja in den ersten Parts peinlicherweise vergessen, wie die Sternteile heißen, muss man sagen. Moment, ah ja, das hier sind Sternenteile. Und die heißen ja, glaube ich, diese Sternsplitter hier heißen genau gleich wie die aus Paper Mario. Mindestens etwas ist identisch mit meiner Lieblingsserie. Moment, ich muss gerade überlegen. Ja. Und ja, was wollte ich vorher sagen? Ja, B-Movie. Ich sehe das halt als Super Paper Mario an. Jetzt aber ja, Super Paper Mario war ein gutes Spiel, aber es war nicht gerade mein Favorit und so. Nee, ich habe sofort immer alles, was irgendwie gut war, aber auch nicht schlecht. Okay. Was irgendwie nicht gut. Hier ist er, mein Gott. Mein Gott, ich habe das jetzt echt gerade nicht gefunden. Okay, gut. Genau. Eigentlich erstaunlich, dass immer so viele von diesen Greifsternen auftauchen, man aber eigentlich nur so wenige Splitter gefunden hat. Und ich meine, wir haben ja auch keine blauen, sondern diese gelben Sternsplitter gefunden. Okay, ihr merkt's. Jetzt wird's heiß. Ihr erinnert sich jetzt auch ein bisschen die Musik. Die wurde auch später in Super Mario Galaxy 2 für die Heiß-Kalt-Galaxie wieder verwertet. Passt aber irgendwie, muss man sagen. Passt prima dazu. Hier haben wir feurige Igloox. Igloox, ganz klar bekannt aus Super Mario World. Na toll, den Block kann ich mir abschminken. Oh, blödes Igloo. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass da so viele rauskommen. Oh ja. Aber es gibt wirklich so einen Planeten. Die Eisvulkangalaxie oder auch die Heiß-Kalt-Galaxie. Moment, holen wir uns mal diesen Maxi-Pilz hier. Ah, ich weiß noch, wie das hier ging. Da muss man jetzt einen, sagen wir mal, kleinen Umweg gehen. Ja, und die Feuer-Igloos sind schon irgendwie witzig, muss man sagen. Sehen interessant aus. Okay, wie ihr merkt, hier gibt es so ein kleines Gravitationsspielchen. Hier müssen wir dann auf die... Ihr merkt, wir sind hier zwischen zwei riesigen Planetenhälften. Also rein theoretisch genau im Kern des Planeten drinnen. So was gibt es auch noch in Super Mario Galaxy. Aber, wer jetzt vielleicht denkt, Moment... Oh Mann, ich stelle mich in dem Part hier nicht wirklich gut an. Merkt man auch, ich bin ein bisschen müde. Ich habe gerade eine lange Autofahrt hinter mir. Denke ich mir ja... Da brauchen wir die Feuerblume, um hier durchzukommen. Und mit der müssen wir da ziemlich Stoff geben. Ja, ich finde es echt erstaunlich, dass ich die Feuerblume... Dass ich... Na gut, ja. Jetzt weiß ich mich... Ich habe mich ja im letzten Part gewundert, dass wir hier das erste Mal auf die Feuerblume gestoßen sind. Ich meine, die Feuerblume ist ja das klassische Mario-Item schlechthin. Oh mein Gott, Kisten mit der Feuerblume zerschmettern. Erinnert mich ja nicht wieder an meinen Albtraum, Stern in Super Mario Galaxy 2. Oh Gott, das war nervig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr habt ja im Let's Play gesehen, dieses Minispiel da. Ja, die kann man vergrillen und die geben ordentlich Sternteile. Oh, gut, dann holen wir uns eben Munition. Ich habe eh nicht Stoff gegeben, weil... Was ist denn heute los? Weil ich genau weiß, dass ich das nicht mehr ausgegangen wäre. So. Jetzt aber. Gib Stoff, mein feuerroter Klempner. Ja, im Gegensatz zu den Mario Bros. Spielen. Die Feuerblume kam ja in den dreidimensionalen Mario eigentlich ja kaum vor, muss man sagen, oder? Also in Super Mario 64, Sunshine etc. Oder auch Super Mario... Na gut, Super Mario 3D Land, was? Habt ihr das jetzt gemerkt? Der ist gerade abgebrannt und das war gerade ein Zeitlupeneffekt. Habt ihr das jetzt gesehen?
So was passiert. Ich sag doch, immer wenn man das Spiel neu spielt, oder auch bei Super Mario 64, da passiert immer wieder was Neues. So. Es gibt wirklich einen Planeten im All, der so ist wie die Eisvulkangalaxie. Nämlich einen brennenden Planeten. Ich habe es einem von euch eh schon, den Link zu diesem Video, da hat einer ein YouTube-Video hochgeladen, die 10 außergewöhnlichsten Planeten, die im All je entdeckt wurden. Und da war einer dabei, der exakt so war, wie diese Vulkan... oh mein Gott, was reden für einen Schwachsinn. Heiß-Kalt-Galaxie hieß die in Super Mario Galaxy 2. Und Eisvulkangalaxie heißt die hier. Ich vertausche die immer. Naja, sind ja auch ziemlich identisch, muss man sagen. Gut, hier jetzt jede Menge Grill-Igluk, wie das wohl schmeckt. Aber die geben ja keine Sterne. Oh Mann, ja, Igluks, Feuer-Igluks. Eigentlich auch was Seltenes, muss man sagen. Oh, der hat auch noch was gegeben? Das kenne ich mir aber nicht mehr aus. Oh Mann. Ja, die werden hier immer mehr. Und immer wenn so unendlich viele irgendwo rauskommen, dann, ja, dann geben die natürlich keine Sternteile mehr. Kann ich ja irgendwie nachvollziehen. Okay, ich muss die hier treffen. Ja, immer schön abprallen lassen. Hey, Kamera in Sicht stellen. So, okay, ja, Ding mehr. Aber die Heißvulkangalaxie, so einen Planeten gibt es im All wirklich. Ich habe euch diesen Link von dem YouTube-Video, das da einer hochgeladen hat, einem von euch im letzten Part geschickt. Also einer von meinen Abonnenten, das war der E-Best-Offs von mir macht, der Tube Highlights, dem habe ich diesen Link geschickt unter einem Kommentar unter dem letzten Part. Und ja, es gibt wirklich so einen Planeten. Einer, der vollkommen wo die Oberfläche vollkommen vereist ist, aber das ganze Eis brennt dauerhaft. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So einen Planeten wie den hier, na gut, eigentlich mehr wie in Super Mario Galaxy 2, das ist jetzt schon ein bisschen Feuer und Eis getrennt, aber ja, ihr merkt, von diesen Viechern gibt es auch Eis- und Feuerversionen. Die Feuerversion haben wir ja im letzten Part schon gesehen. Moment, so. Also bitte. Na, das ist hier nicht einfach, das weiß ich noch. Alle Heps. Na los. Wieso hat das nicht getroffen? Ah, ich kann mich erinnern, das hier ist echt ätzend. Aber ich glaube, das wird jetzt eh nicht mehr ausgehen. Oder Eps? Komm, ja, das geht so doof bergab. Oh, und jetzt auch noch ausgegangen. Aber ich kann mich erinnern, das hier, da habe ich früher auch schon Probleme gehabt. Das ist nicht wegen meiner heutigen Verschlafenheit. Das ist wirklich, da habe ich mich früher auch schon schwer getan. Die Feuerblume so mit Zeitbegrenzung ist eigentlich auch etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat vor Super Mario Galaxy. So, und Eps. Na, endlich habe ich's. Da muss man echt aufpassen. Gut, ja. Aber, ja, die Feuerblume feiert hier endlich. Na gut, Paper Mario gab sie, muss man sagen. Ich nehme jetzt mal die ganze Abkürzung mit knusprig gegrillten Klempner. Das war mal bei einer Krimiserie neulich so witzig. Welche waren das? The Closer hieß die, glaube ich. Kennt ihr die? Sehr empfehlenswert. Da war so ein Opfer durch Feuer und da hat der Pathologe gesagt, schön knusprig braun gebrannter Mensch. Wie wollt ihr ihn haben? Jetzt essen oder mitnehmen? Oder? Ich glaube, das verwechsel ich jetzt, aber das war echt witzig. Heute Mensch schön knusprig. Und heute Klempner schön knusprig. Und dieses Phänomen ist jetzt schon wieder erstaunlich. Der Schattenkomet taucht auf vor der eigentlichen Mission, wo wir, ihr werdet gleich sehen, auf welchen Planeten wir hier kommen werden. Auf einen Planeten, auf dem wir bislang noch nicht waren. Überhol den Schatten, eiskalt. Ja. Wir kommen jetzt nämlich auf diesen Planeten hier. Und den bekommen wir eigentlich, auf den kommen wir eigentlich normal erst in der dritten Mission. Ja. Und ja, oder es sind eigentlich mehrere kleine Planeten hier, muss man sagen. Tja. Und das ist schon, das passiert glaube ich jedes Mal, wenn ich das Spiel durchspiele. Immer kommt der Schattenkomet zuerst. Hey, ein Sternteil hängt zwischen uns. Was für ein Effekt! Seht ihr das jetzt? Oh mein Gott. Mein Gott, in dem Let's Play passieren aber wirklich die unterschiedlichsten, vor allem in dem Part, wo er der Igluk so. So, hier muss ich aber Stoff geben. So, den Schatten Mario lassen wir aber nicht gewinnen. Es gibt eigentlich nur 4 Schattenkometen, muss man sagen, im gesamten Spiel. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Habt ihr das jetzt gesehen? Das war jetzt aber unfair. Ja, bei den Kometen steht immer, wollen sie nochmal probieren? Ja. Aber natürlich probiere ich nochmal. Ich hole mir nochmal die ganzen Sternteile, damit ich die nachher nicht mehr einsammeln muss. Mal sehen, ob das jetzt schon wieder so ein Sternteil. Das passiert mir aber jetzt erst das erste Mal mit den Sternteilen. Das war jetzt aber ein Gravitationsbug. So, und Tipps? Ja, sowohl hier als auch im echten Leben gilt, Eis rutscht. Also aufpassen, meine lieben Fans und Abonnenten.
Woher kenne ich, wo habe ich den Spruch an? Ich sage immer meine lieben Fans und Abonnenten. Und ihr merkt, da unten ist ein ganz kleines schwarzes Loch in einem großen drinnen. Auch so ein Realitätsfehler. Habt ihr eigentlich auch gewusst? Ich habe mich lange Zeit mal unglaublich mit Planeten beschäftigt. Aber dieses eine Video, das habe ich in der... Ich glaube, der Planet, dieser Planet, auf dem das Feuer wirklich... auf dem das Eis wirklich brennt, den gibt's wirklich, diesen Planeten. Also nicht irgendwie glaubt, dass ich da jetzt irgendwas erfunden habe. Ich werde euch den Link in die Beschreibung packen, in die Videobeschreibung unten. Es gibt wirklich so eine Galaxie wie die hier. Aber der Schatten Mario ist, muss man sagen, eigentlich der einfachste von den vier, die es gibt. Ihr habt's gemerkt, vielleicht wäre nicht dieser eine Gravitationsbug gerade entstanden, hätte ich den sicher gleich beim ersten Mal besiegt. Aber der ist wirklich nicht schwer, muss man sagen. Das ist ein lausiger Artgenosse. So, und jetzt machen wir die Mist. Jetzt gehen wir zu den Planeten mal auf normale Art und Weise. Das habe ich schon immer erstaunlich gefunden, dass der Komet auftaucht, bevor wir auf dem Planeten auf reguläre Art und Weise waren. Finde ich erstaunlich. Tja, jetzt kommt eigentlich erst der Planet, der so richtig die Mischung aus Feuer und Eis ist. Der kommt erst in der dritten Mission. Zwischen eiskalt und glutheiß. Und so einen Planeten gibt's wirklich. Ich weiß zwar, ja, und ihr merkt, hier brennt jetzt alles. Da brauchen wir die Eisblume, die wir hier schon sehen. Was soll ich sagen? Ja, der eine Planet da halt. Ich hab leider vergessen, weil das Video in Englisch war und der hat ziemlich schnell Englisch gesprochen. Ich habe nicht ganz verstanden, was er da gesagt hat. Ich kann zwar gut Englisch, nur diese Wörter, die er da gesagt hat, habe ich dann nicht ganz so hundertprozentig verstanden. Ihr merkt sogar, der Startplanet hier hat sich jetzt verändert. Hier brennt jetzt alles. Genau so einen Planeten gibt es, wo alles brennt, aber das Eis trotzdem nicht schmilzt. Das gibt es wirklich. So einen Planeten hat man wirklich entdeckt im All. Ich werde euch diesen Link echt in die Beschreibung, in die Videobeschreibung packen zu diesem Video. Falls ihr mir jetzt nicht glaubt, dieses Video müsst ihr euch echt mal reinziehen. Das gibt es wirklich. Es gibt zum Beispiel auch einen riesigen Planeten im Weltall, der ein riesiger Diamant einfach nur ist. Jetzt denkt ihr bestimmt, yay, wann wird die Rakete erfunden? Da fliege ich hin und hol mir einen Diamanten. Aber das wurde im Video eher erwähnt, wenn man wirklich rüberfliegen würde und jeder sich Diamanten holen würde, dann wären die Diamanten auf unserer Erde einfach wertlos. Ja. Was war in dem Video noch dabei? Ein Planet, der, glaube ich, 1,5 mal so groß ist wie Jupiter. Das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Also so ein Riesenplanet, kann man sagen. Und irgendwelche ganz anderen erstaunlichen waren da noch dabei. Ah ja, auf Platz 1, dieses Top 10 interessanteste Planetenvideos, da war einem dabei ein Planet, der 3 Sterne hat. Also der, glaube ich, um 3 Sterne herumkreist. Das ist echt interessant. Es gibt ja diese sogenannten Doppelsterne, die miteinander sich drehen. Das hier sind die Igelux, die wir kennen aus Super Mario World. Das muss ich jetzt wohl nicht mehr dazu erwähnen. Mal wieder nicht ins Eiswasser, das muss ich wohl auch nicht mehr dazu erwähnen. Und hoch mit dir! Ja. Der Planet ist eigentlich auch ganz interessant. Ihr merkt's, hier ist es schön kalt und auf der anderen Seite wird es glutheiß sein. Aber so heißt ja auch die Mission. Ja, und solche Planeten wie den hier gibt es wirklich. Also nicht irgendwie glauben, dass Nintendo hier was erfunden hat. Na gut, ich glaube, der Planet wurde erst entdeckt, nachdem Super Mario Galaxy weltweit veröffentlicht wurde. Aber es ist schon eine interessante Angelegenheit, muss man sagen. So, hier steigt die Lava. Kennen wir ja auch schon. Die guten alten Lava-Klischees. Das wird in den News über Mario Bros. Teilen echt schon langweilig, dass immer die letzte Welt eine Lava-Welt ist. Hat man sogar schon bei Kirby's Adventure Wii oder Sonic Lost World eingebaut. Und das, obwohl bei Kirby und Sonic hat man es besser umgesetzt als bei Mario. Ah Mann. Was führt Nintendo denn mit diesem Klischee da immer auf? Bei Kirby kann man es ja noch nachvollziehen, das ist ja eine von ihren Serien. Aber bei Sonic? Aber andererseits, bei Sonic hat man es auch so gut umgesetzt in Sonic Lost World. Sonic Lost World war ja mal richtig genial, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das war ein richtig geniales Let's Play. Mein Gott, hat das Spaß gemacht. Fast sogar noch mehr als Super Mario Galaxy. Wow, aufpassen. Habt ihr das jetzt gesehen? Es passieren halt die unterschiedlichsten Dinge in dem Part und auch sehr peinliche Fails. Naja, bin halt müde ein bisschen. So, wir müssen... Und wir... Raus aus dem Eiswasser! Ja, denke ich mir, Mario erfriert ja, wenn er zu lange drin ist. Aber was hätte ich da jetzt machen sollen? Es gibt sicher einige Millionen Dinge, die ich hätte machen können, aber ich möchte jetzt nicht aufzählen. Oh Mann, in dem Part stelle ich mich echt dumm an. Tut mir leid. Ist die Müdigkeit. Und ich nehme auch heute mit einem anderen Stuhl auf. Ich muss mich erstmal einsitzen. Ich sitze hier auf einem anderen Stuhl. Und da... Ja. Und halt nach langen Autofahrten bin ich halt ein bisschen müde. Aber es ist echt erstaunlich, dass es so einen Planeten wirklich gibt. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Na gut, ich vermute, als Mario Galaxy gemacht wurde, da hat man es erfunden, weil man nicht dachte, dass es sowas wirklich gibt. Aber sowas gibt es wirklich. So, ich...
Oh. Oh, aber da möchte ich jetzt raufkommen. Ich habe mir noch gedacht, hier gab es irgendwo einen. Oh. Aber irgendwie kommt man da rauf. Vielleicht von der Seite? Vielleicht. Vielleicht eher aufpassen. Ach komm. Irgendwann habe ich es mal da rauf geschafft. Das weiß ich noch. Irgendwann habe ich es rauf geschafft. Aber ich weiß leider nicht mehr wie. Naja, ist jetzt auch egal. Ist doch jetzt auch egal. Ich bin nicht hier, um euch einen Perfect Run zu zeigen, sondern um euch zu unterhalten. Mit Fails. Das war alles geplant, die ganzen Abstürze vorher. Nein, das war jetzt ein Schmäh, aber ihr wisst schon, viele machen den Schmäh. Wenn sie peinlich abstürzen, meine Handgelenkschlaufe rutscht mir heute immer runter. Ja, neuer Stuhl, da sitze ich anders. So, jetzt haben wir volle Energie, jetzt packen wir das. Und was war da noch für ein Planet drauf? Bei Paper Mario 2 habe ich das ja neulich auch erwähnt, mit diesen interessanten Planeten, Galaxien, was auch immer. Ist echt erstaunlich, was das alles zu bieten hat. Es gibt ja nicht nur die Doppelsterne, sondern es gibt auch Sterne, die zusammen mit einem schwarzen Loch umherfliegen. Ja, wirklich. Und es gibt ja auch schwarze Löcher, die ganze Sterne oder Planeten auffressen. Ja, so ein Planet war auch auf der Liste. Ein Planet, der viel zu nah an seinem eigenen Stern dran ist und deshalb aufgefressen wird. Also es gibt ja, wenn ein Planet zu nahe, also nicht so wie Merkur an der Sonne, nein, ja, wir können diesmal auch über die Lava rüberlaufen. Ja, genau. Praktisch. Kommt es mir jetzt nur so vor, oder? Leckt es ein bisschen, also ruckelt. Kommt mir so vor. Moment, Sternteile. Ja, und ihr merkt, den Planet hat man auch für den Kometen ein bisschen verändert, kann man sagen. Ihr merkt es hier mit Lava und so. Sehr interessanter Galax. Sehr interessanter Effekt mit den schwarzen Löchern. Sieht cool aus, oder? Ja. Ja, und unser Freund Eismario, der kann auch über Lava laufen. Habe ich, glaube ich, bislang noch nicht gezeigt im Let's Play, oder? So, da oben, da. Wow, schon wieder so ein Bug. Habt ihr das jetzt gemerkt? Schnell, Mario, durch den Bug habe ich jetzt massiv Zeit verloren. Massiv Zeit verloren. Massiv Zeit verloren. Wow, habt ihr es gemerkt? In dem Moment hat meine Eisblume aufgehört zu wirken. Und ich wäre runtergeschürzt. Mann Gott, war das knapp. Oh ja, kommt es mir nur so vor, der spinnt heute irgendwas mit meiner Wii-Fernbedienung. Naja, egal, im letzten Part hatten wir ja eh diesen Nunchuck-Fail. Angeblich hat mir einer meiner Abonnenten geschrieben, dass das bei ihm auch so oft passiert. Naja, wollen wir hoffen, dass es für den Rest des Let's Plays nicht passiert. Gut, ja, aber das ist echt erstaunlich, was es für Planeten gibt. Ich werde euch diesen Link mit diesem YouTube-Video echt in der Beschreibung unten hinpacken, damit ihr es anklicken könnt. Ihr müsst euch dieses Video echt reinziehen. So solche Planeten wie die ich in dem Video aufgezählt habe, in dem Part hier, solche Planeten gibt es wirklich. Müsst ihr euch reinschauen. Echt reinschauen. Ich werde es euch in die Beschreibung verlinken. Gut, ich sag bis zum nächsten Part. Tschüss.